Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaffee mit Michael. Mangel ist eines der wichtigsten Themen aktuell, wirklich bei jeder Branche in jeder Größe von Unternehmen. Es ist an der Tagesordnung. Was ich aber teilweise sehe, was die Arbeitgeber anbieten, da stehen mir fast die Haare zu Berge. Worum es geht und worauf du, ach zu, worauf du zu achten hast, und vor allen Dingen, was du da wirklich anbieten solltest. Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Michael Heidkötter. Ich unterstütze Selbstständige und Unternehmer dabei, sich und ihr Business auf das Next Level zu bringen für mehr Zeit, für mehr Freiheit und für mehr Wachstum. Ja, Fachkräftemangel. Jeder sucht, jeder möchte die besten Fachkräfte haben. Aber auch hier ein riesiges Fragezeichen. Was tun denn die ganzen Unternehmen dafür? Damit Sie dann überhaupt die passenden Leute, die passenden neuen Teammitglieder finden. Zum einen wäre auf jeden Fall, nimm dir für diese Sache Zeit. Recruiting ist ein wichtiges Thema. Das haben so wenige Unternehmen auf ihrem Schirm, das wirklich kontinuierlich zu machen, das auch als Priorität in Ihrem Unternehmen ja zu verankern und dass darauf auch wirklich ein gewisser Fokus liegt. Meistens ist es wirklich so, erst anfangen zu suchen, wenn du wirklich jemanden brauchst. Viel zu spät. Viel zu spät. Weil es geht ja nicht darum, dass du auf einmal sagst, puff, ich, ich suche jemanden und äh, 50 Leute bewerben sich. Das ist schon lange nicht mehr. Auch hier in diesem Bereich musst du Marketing machen. Das, was du tust, um Neukunden zu bekommen und auch Interessenten zu ziehen, darfst du auch auf der Recruiting-Seite machen. Du darfst also auch hier zeigen, wer du bist als Arbeitgeber. Was tust du als Unternehmen? Was ist das Besondere, dass ich zu dir kommen sollte? Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Stellen hast du offen? Aber sehr häufig sind Unternehmen überhaupt nicht sichtbar in diesem Recruiting-Bereich. Und nur mal dann eine Anzeige zu schalten in irgendeinem Blättchen, das wird nicht funktionieren. Und wenn du dann jammerst, und sagst, oh, ich finde aber keine, keine Mitarbeiter und so weiter, ganz ehrlich, selbst schuld. Wichtig ist aber auch, dass ich, also erstmal muss die Stellenanzeige natürlich passen, du musst ein vernünftiges Profil haben, du darfst sichtbar sein, was ist das Besondere, heutzutage brauchst du eine Karriereseite und, und, und. Also das Thema Recruiting ist ein wichtiges, ganz gleich, wie groß dein Unternehmen ist. Ein Part ist natürlich auch, dass du halt da sagst, was biete ich. Und hier ist manchmal, wo ich mir echt lächle und sage, jetzt ernsthaft, das meinst du, würde irgendjemanden der Bewerber hinterm Ofen hervorlocken? Das fängt an mit einem Obstkorb. Ehrlich, ein Obstkorb heutzutage sagt keiner, jipp, ich lass alle stehen und liegen, ich muss zu dir kommen. Auch mit Gratiskaffee oder eventuell kostenfrei Wasser oder Kaltgetränke. Ehrlich, ist das alles, was du zu bieten hast? Und hier ist eins, wenn es nicht wirklich, wirklich attraktiv ist für die Mitarbeiter, für die, die sich bei dir beworben, bewerben sollen, ehrlich, dann schreib das nicht rein, weil das sorgt für ein Lächeln und ist wirklich unprofessionell. Was jetzt aber wichtig ist, was da wirklich rein muss, da darf man sich ein bisschen Zeit nehmen. Du darfst dir da ein bisschen Zeit nehmen. Du darfst dich mal hinsetzen und überlegen: Moment, was machen wir hier bei mir in meinem Unternehmen mit meinem Team? Wie gehen wir mit den Mitarbeitern um, was wirklich einen Unterschied macht zu anderen in meiner Branche? Der wichtige Part hier ist: In meiner Branche, du darfst dich mal umgucken, was passiert denn da? Weil du möchtest natürlich auch gucken, dass du da die richtigen Fachkräfte bekommst. Und ja, sollte dann da ein Obstkorb so außergewöhnlich sein, dann könntest du das vielleicht mit aufnehmen. Aber meine Meinung ist, da gibt es noch ganz, ganz andere Sachen, die viel wichtiger sind, dass du das mal herausstellen kannst. Und sich das mal wirklich Gedanken machen und aufzuschreiben, was biete ich wirklich besonders in meinem Umfeld dass Mitarbeiter wirklich zu mir kommen. Das macht es aus. Und da gibt es keine platitüden Da gibt es nicht, du musst dieses Thema Flexibilität irgendwo einfach mit reinnehmen. Wenn es besonders ist in deinem Branche, dass, Fleck, dass du Flexibilität deinen Bewerbern anbieten kannst, deinen neuen Mitarbeitern, dann schreib es rein. Und deswegen darfst du dich mal hinsetzen. Du darfst mal deine Branche, darfst den Markt mal screenen und auch dann dementsprechend genau herausfinden. Ich hatte einen, ähm, einen Kunden, dem habe ich geholfen im Recruiting-Bereich. Und da sind wir wirklich reingegangen. Wir haben auch die Mitarbeiter gefragt, die dort arbeiten, die ja typischerweise auch schon mal woanders gearbeitet haben. Die haben gesagt: Oh, wunderbarerweise in dieser Branche ist es nicht so ganz normal, wenn man pünktlich das Gehalt bekommt. Ja, wirklich. Also habe ich gesagt, ist das wirklich was, was wir draufsetzen müssen auf eine Stellenanzeige? Und da hat das Team einheitlich gesagt: Ja, das ist nicht selbstverständlich. Wenn du so ein Argument natürlich in einem anderen Kontext mit äh, erwähnst, wo das völlig normal ist, dass die Gehälter normal mal äh, pünktlich bezahlt werden, nicht aufnehmen. Und das war wichtig. Und jedes Mal, wenn ich hier die Kunden unterstütze, darfst du dich hinsetzen, was ist wirklich besonders. An einem anderen, bei einem anderen Kunden war natürlich auch was super besonders war, äh, weil die gerade wirklich viel an, 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 an Computern gearbeitet haben, das Equipment. Wirklich ein richtig passendes, gutes Equipment. Und die Arbeitsplätze waren alle mit zwei oder mit drei Monitoren ausgestattet. Wirklich, das sah aus wie bei Captain Kirk im Raumschiff Enterprise. Und das machte natürlich das Arbeiten nicht nur super effizient, sondern sehr leicht und hat natürlich auch mit der Art und Weise des Equipments eine Menge Spaß gemacht. Wichtig, auch hier haben wir uns natürlich zusammengesetzt und haben gesagt, wie ist es sonst bei anderen Unternehmen in dieser Branche? Und darum geht es. Du darfst dich hinsetzen und nicht die 0815 Gründe oder Argumente finden. Obstkorb, Kaffee, Flexibilität. Homeoffice ist mittlerweile durch die ganze Pandemie, durch die ganzen Situationen normal geworden, dass man das schon anbietet. Jetzt ist es nichts mehr Besonderes, außer. Du hast einen Weg gefunden, wie deine Leute, die in der Branche normalerweise kein, kein Homeoffice machen können, dass die dementsprechend bei dir auch ein Homeoffice ermöglicht bekommen. Also hinsetzen, Gedanken machen. Und hier natürlich ähm, ein moderne, modernes Equipment, Tools, auch mal höhenverstellbare Schreibtische, Leute, die wahnsinnig viel sitzen, dass man hier auch mal was macht, macht zum Thema Gesundheit wenn das besonders ist. Und eins sehe ich sehr wenig, Arbeitsklima. Nicht hinschreiben, wir haben ein tolles Arbeitsklima. Darunter kann ich mir nichts vorstellen. Beschreibe ganz konkret, warum du der richtige Arbeitgeber bist. Wie genau ist das Arbeitsklima bei euch? Also kannst du schon in eine Stellenanzeige mit reinnehmen oder auch in ein Video, was du beschreibst und das ist es, wo sich dann die Leute wirklich etwas darunter vorstellen können. Auch flexible Arbeitszeiten. Ich könnte mir alles vorstellen. So nach dem Motto, ich kann um 9 Uhr kommen, ich kann um halb 10 Uhr auch wieder gehen. Das ist aber vielleicht nicht das, was du mit flexible Arbeitszeiten meinst. Und deswegen auch das konkreter beschreiben. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird, was du wirklich als, als Arbeitgeber anbietest, auch wenn du finanzielle Anreize hast, ganz besondere Möglichkeiten, Bonussysteme, wie sich Leute zusätzlich etwas verdienen können in deinem Umfeld. Auch hier hatte ich einen Kunden, der typischerweise, was sehr ungewöhnlich ist, dass sich Mitarbeiter in, durch, durch zusätzliche Arbeit, also das, was on top zum Alltag kommt, einen Bonus dazu verdienen können war sehr außergewöhnlich für diese Branche, haben wir aber auch einen Weg gefunden und dadurch kamen natürlich auch Mitarbeiter. Und nochmal eins zum Thema familiäres Umfeld. Wenn du ein familiäres Umfeld hast, dann ist es wichtig, das auch zu erwähnen. Was meint ihr damit? Familiäres Umfeld ist aber auch wichtig, dass es trotzdem Performance gibt, Leistung gibt, okay? Und kein Kuschelkurs familiär war auch dementsprechend was wir herausgestellt haben bei einem Kunden, den ich unterstützt habe. Es kamen wirklich auch Bewerber, die bei großen Unternehmen waren, die gesagt haben, ich bin nur eine Nummer, hier nur irgendwer und ich möchte gerne dieses familiäre Umfeld, dieses etwas persönlich und private Umfeld haben und einige kamen auch und sagen, nein, das ist nichts für mich, weil ich möchte dieses familiäre Umfeld nicht, ich komme, ich mache meinen Job und ich gehe. Auch hier darfst du ganz genau wissen, passt das wirklich? Ist das wirklich etwas, was du in deinem Team auch umsetzt? Weil diese Platitüden, Work-Life-Balance, wenn es keine gibt, <laughs> schreib es nicht rein. Die Bewerber werden es sehr schnell rausfinden, werden nicht performen und auch sehr schnell wieder weggehen. Also hier bitte mach dir mal Gedanken, das Thema Recruiting ist. Eine, die erste Bitte, wirklich als Priorität mit aufnehmen und zweitens, was bietest du wirklich deinen neuen Mitarbeitern, deinen neuen Teammitgliedern an als Arbeitgeber? Da darf man mal ein paar Minuten drüber nachdenken, was du wirklich Besonderes hattest. Und ich habe gesehen und auch selbst erlebt in den ganzen Coachings, jeder hat etwas Besonderes anzubieten, was dir vielleicht nicht so klar ist, weil es so selbstverständlich ist und das herauszuschälen, das herauszustellen und dann auch in die Stellenanzeige mit zu kommunizieren, das ist wirklich wichtig. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst oder auch den hast und wenn du mir mal schreibst, was ist denn aus deiner Sicht noch wichtig, was man als Arbeitgeber unbedingt anbieten muss? damit man heutzutage gute Bewerber und Fachkräfte bekommt. Also bis zur nächsten Folge, bis dann, dein Michael.